Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dark Souls Naked Run, diesmal in Anor Londo live zugeschaltet, und wir kümmern uns gleich um diese schrecklich aussehenden, großen, bösen, starken Soldaten-Golems. Was nicht viel ausmacht, denn hier in der Gegend ist ein Bonfire und egal was passiert, ich werde es nicht bereuen. Nehmt dies. Pew. Pew? Pew? Hallo? Es scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Pew! Das haut ordentlich rein. Aha! Ja, das bringt nicht so viel. Vielleicht auch lieber der... Shit! Gut! Soll ja auch nicht so einfach werden. Warum ich das mache, ist, weil hinter diesen zwei großen Bösewichten stehen Truhen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es wirklich Bösewichte sind. Ich meine, sie bewachen nur die Truhen. Warum sollte ich sie denn deswegen richten? Gut, aber ich könnte natürlich die Homing Summas schon mal auslösen und dann. Nee, ich glaube, das wird alles nicht klappen. Great Heavy Soul Error. And I will get back my tiny things. Jawohl. Oh, 5 Seelen. Humanity meine ich. Auf die sollte ich aufpassen. Puff. Okay. Das ist in Ordnung. Na, schade. Okay. Oh, krasses Demon Titanite. Ich muss ja ab und zu mal zeigen, wer hier der Boss ist. So, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es mir vergönnt ist, tatsächlich den Fahrstuhl zu nehmen. Ich glaube nicht. Egal, erstmal zum Bonfire. Magie aufladen. Und dann sehen wir weiter. Die geben hier verdammt viele XP. Also an den Statuen hier kann man... Wenn man so denn möchte und ein relativ niedriges Level ist, ziemlich gut leveln. So, jetzt werden nochmal die anderen Truhen befreit. Vor der Oppression dieser lithischen Unterdrücker. Man muss nur schnell genug wechseln. Ich glaube, so einfach habe ich diese Viecher noch nie besiegt. Ich fühle mich ja schon ein bisschen schlecht. Das ist Smo. Dem werden wir noch später begegnen. Und diese Statue ist tatsächlich lebensgroß. Goes to fuck! Oh Gott! Wenn man einmal nicht aufpasst. Gott! Auch eine Sache, die mir noch nie passiert ist. Tja. Man lernt nie aus, ne?
Orlando, why are you such a cocksucker? Top to bottom, motherfucker. Not much fun. And my Drake sword, it couldn't cut crepes here. If I ever escape here, I'm going back to Blighttown. Recover last power, pick up. So, und dieses Mal kriegst du auf die Fresse, kriegst du erstmal. Die will ich natürlich erstmal haben. So. Du Stinker! Oh shit! Nicht schon wieder! Oh Gott! Was geht ab? Ohohoho. Ah. Gut, beim letzten Mal ist alles gut gelaufen. Die logische Folge ist, dass ich diesmal von Mimics gefressen werde. Immer und immer und immer wieder und immer wieder. Aber ich fand meine Taktik schon mal gar nicht schlecht. Erstmal die Homing Arrows vorbereiten. Könnte ich Fallen stellen, würde ich das vielleicht auch noch machen. Okay, los geht's. Und boom. Eins. Und zwei. Vorbereitung. Na gut, das hat jetzt nicht so viel. Boah, du spinnst wohl. Den Heavy brauche ich nicht. Na, na? Wow. Hat. Jetzt aber. Ich hätte auch einen Lloyds-Talisman werfen können. Habe ich überhaupt welche? Jetzt natürlich die Frage. Ja, ich habe welche. Gut, das letzte Mal übrigens, als der Mimic, man erinnert sich, in Sans Fortress in den Fahrstuhlschacht gefallen ist, wurde mir danach erzählt, dass sich da drin der Lightning Spear befindet. Spare. Also nicht so geil. Gut. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beer und Bear und warum heißt es Spear und Spare und Tear und Tear? Und da geht's nachher weiter zu der Bibliothek, glaube ich. Ja, der Bibliothek. Die Duke's Library. Das bedeutet immerhin, dass ich jetzt den Fahrstuhl benutzen darf. Denn es gibt keine anderen Wege. Aber ich sehe gerade, 18.000 Mark haben sich in meinem Konto gesammelt und warten nur darauf, ausgegeben zu werden. Davon kann ich mir gut einen Level besorgen. Vielleicht ein Attunement. Ja, Attunement. Der brauchte sowieso noch seine Weile. Und ich könnte vielleicht für den Rest noch meine Sachen reparieren. Nein. Repair. Okay, nicht zu reparieren. Gut. Weiter geht's.
Oh ja, ich erinnere mich. Unten wartet ein guter Kumpel auf uns. Und gerade ist der Ton ausgefallen. Interessant. Vielleicht kommt er ja gleich wieder. Hallo? Tonchan? Ah, das Bild ist ausgefallen. Naja, gut, dann. Das macht ja nichts. Ich meine, solange die Datei noch da ist, ist ja alles in Ordnung. Ist die Datei noch da? Sieht so aus. Gut. Neues Bild. Boah, wie nennen wir das mal? DS Naked Run 13. 2. Aufnahme starten. Und da sind wir wieder. Bild ist da. Ich mache ein bisschen Hubbelubbelub, um das zu synchronisieren. Hubbelubbelub. Okay, super. Stimme ist mit Bild synchronisiert. In der Zwischenzeit haben wir bestimmt irgendwelche Einblendungen von witzigen Shenanigans, von Fanart, welches ich irgendwo bei DeviantArt aufgestöbert habe, um euch zu amüsieren. Und es befindet sich keine Truhe unter der Treppe. Ich bin verwirrt. Alter Kumpel, der Bell Tower, die Gargoyle. Nur, dass es diesmal kein Bell Tower Gargoyle ist, sondern ein ganz normaler. Höpperdabber. Ah, triff doch mal. Das gibt's doch nicht. Bam. Bam. Too easy. Piece of cake. Oh, Jesus. Aber es hält mich nicht auf. Ich bleibe weiter feige. Gül, der kommt ja zum Glück auch nicht wieder. Hier hätte man sich noch mal die Gargoyle-Eggs holen können. Und zum Thema. Offensichtliches Level-Design. Nein, es geht nicht hiervon. Ach, ich zeig das jetzt nicht. Wir müssen hier runter. Da hinten gibt es auch eine Treppe, aber scheiß auf Treppen. Gab's hier noch Stuff? Wahrscheinlich nicht. Doch! Als ob ich Sonnenmüll jetzt nochmal vertrauen würde. Ah, okay. Oh, was? Meine Homing Soul Masse ist gegen die Wand gestoßen, hat sich dadurch aufgelöst. Nirgendwo gegenlaufen, das ist wie der heiße Draht bei der 100.000-Mark-Show. So, gibt es hier auch noch eine Truhe? Halten wir die Symmetrie ein? Das ist mir wichtig. Ich bin auf dem falschen Level, hier kann keine Symmetrie stattfinden. Na gut. Ab nach unten. Warum nach unten? Denn wir müssen einen ganz bestimmten Weg gehen. Nämlich. Boah, da ist ein Fenster kaputt! Wie kommt das denn? Oh, da ist noch eine Homing Soul Mars weg. Okay. So, jetzt hier runter. Jump! Okay, jetzt gehen wahrscheinlich noch meine anderen beiden kaputt. Nein! Oh, wo ist der denn? Haha! Was hast du dir so gedacht? Komm runter, Mann. Oh yeah, Backstep Damage. So wünsche ich mir das. Wurfmesser. Dann können wir oben noch ein bisschen herumsnipen mit unserem tollen neuen Bogen, bei dem ich hoffentlich die richtigen Pfeile ausgerüstet habe. Das sind die Poison Arrows. Okay.
Oh, okay. Komm doch. Ah, schlecht geschossen. Oh shit. Hürgabla! Okay. Nicht gestorben. Macht nichts. Schon ein bisschen gemein, aber wer wirft hier mit Wurfmessern? Und noch eine der. So. Gut. Wurfmesser. Gül. Na, bis dahin kommt er wahrscheinlich nicht, es sei denn, ich benutze die ballistischen Eigenschaften dieser Fernkampfwaffe. Nein. Nein. Es ist so abgefuckt. So, ob das jetzt klappt? Oh, könnte. Mäsch, ja. Rechts, links, jawohl. Hehe, 2 Schaden. Und es macht ihm nichts aus. Okay. Harter Typ. Harter Typ. Jetzt macht's ihm was aus. Okay. Na? Ich wollte doch nur ausweichen. Aber ich hab den, hier Dingens, ne? Den Kronleuchter runtergeschubst. Mit meinem Körper. Toll. Nicht da oben ausweichen. Das ist eine schlechte Idee. Merkt euch das. Nicht da oben ausweichen. God fucking piss shit, damn it. Ah, 5 Seelen. Das wird noch gut, 5 Seelen. Ich freue mich, wenn ich die verliere. Spätestens bei Orni und Smokes. Mm-hmm.
Da kommt schon der nächste Cocksucker. Shit. Wow. Ah, da hat sich die KI dazu entschlossen, mich doch zu verfolgen. Okay. Er hat mich aus den Augen verloren. Ist in Ordnung. Habe ich nichts gegen. Shit. Dude. Da bist du. Und weiter geht's. Na. Okay. Come on. Do-d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 o. Hey. Oh, okay. Ist ja gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier längs und dann wird er mich bestimmt gleich verfolgen. So, okay. Und um kein Risiko einzugehen, sichere ich mich doch einfach mal, indem ich wieder zurückgehe. Er haut ab. Haut ab mit dem Rücken zu mir. Nun gut. Du willst den echten Kampf? Kannst ihn kriegen. Du musst bloß die Finger von der B-Taste lassen. Oh shit. Oh nein, nein, nein! Fünf hier meiner Tee. Das ist mit den Drachenbogenrittern, Drachenspeerbogenrittern, die hoffentlich heute noch folgen werden, wohl wirklich mein Lieblingsteil an diesem Scheißlevel.
Gottverdammtes Mist-Scheiß-Level. Stirb! Stirb! Hure. Weich nur nach hinten aus. Ja. Irgendwann musst du angreifen, dann kriege ich dich. Bam! So. Kein Bock mehr auf euch. Wofür habe ich Magie studiert? So. Am Arsch. Du denkst, ich lasse dich wieder zu mir kommen? Ich komme zu dir. Ich komme so hart zu dir. Kannst du mal sehen? Kannst du mal sehen? Fuck! Ach ja, mach. Gute Sache. Ich bin gut dabei. Das ist mal wirklich. Ring of favor and protection. This is a very good ring and I enjoy wearing it. Whoop! Ah, und es geht wieder hinab, meine Damen und Herren. Wir befinden uns jetzt im Fahrstuhl nach Ranalondo. Bitte halten Sie sich fest, lassen Sie Ihre Gliedmaßen innerhalb des Vehikels. Gute Reise. Zum Glück gibt es keine Tauben in Ranalondo. Wäre dieses Ding hier zugeschissen? Tja. Wird nicht gehen. Zugang versperrt. Bam! Oh, fucking care. So. Ja, ich pack die heftigen Geschütze aus. Es ist mir jetzt alles egal. Hier kriegt jemand auf die Schnauze. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue. Wir meinen Stuff haben. So. Wäre gut, wenn er von einem sterben würde, aber naja. Man ist ja nicht wählerisch in solchen Situationen. Du Mutti. Ach, du kommst erst gar nicht, wa? Ha! Was hast du davon? So. Einer noch. Mein Liebling. Der mich meine Seelen gekostet hat. Naja, wirf nur. 1, 2, 3. Jetzt komm. 4. Wie viele hast du? Wo ziehst du die raus, also? Hat er Schiss gehabt. Schisser. Er lebt noch. Wow. Na, jetzt nicht mehr. Okay. Gute Sache. Gut, dass wir das so schnell hinter uns gebracht haben. Übrigens, diese Statue ist auch in Lebensgröße. Aber ich rede nicht mehr über Statuen. Das letzte Mal, als ich über eine Statue geredet habe. Na, wir wissen, was passiert ist. Du kannst mich mal lügen. Genau, das war die Stelle, wo einfach
nichts ist. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich es herausgefunden hätte jemals. Ab durch den weißen Nebel. So. Und wir kommen auch gleich zum nächsten Bonfire. Ab nach unten. Oh, sogar mit Cinematic. Wow, 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 wow. Und da haben wir auch gleich den Shortcut gefunden. Um die Kathedrale herum. Richtig, hier ist ja noch ein... Ach du je. Na, das wird ja nochmal interessant. Okay. Hey, hey, hey. Du magst es tun. Ah, ah. Seit wann kann er das? Ach so, er ist der Harte. So, du kriegst jetzt. Bam, 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 bam. Nee, doch nicht. Letzter. Komm schon. Schieß. Shazam. Haha. So, in dieser Kathedrale unten befindet sich nun eine Zeichnung. Ah, aber auch Ausrüstung. In die Zeichnung, da können wir noch nichts mitmachen. Weil mir da ein Püppchen fehlt, welches ich im Asylum in der Anfangswelt lang ist zäh kriegen muss. Ja, trink nur. So. Stecken ist nicht. Das bringt dir nichts. Und deinen Brüdern auch nicht. Au. Okay, 4 Schüsse sind noch drin. 4 Schüsse, 4 Typen. Wenn sich hier keiner mehr versteckt. Da versteckt sich noch einer. Hm. Au. Oh, Jesus. No, 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 no. Okay, ich habe die Abkürzung aktiviert, aber trotzdem. Es muss ja nicht sein. Oh, shit. Oh, Gott. Nun gut. Ich muss lernen, das zu kontern. Wobei... So viele von den Typen sind ja gar nicht mehr unterwegs. Eigentlich nur in der Kathedrale. Welche sie bestimmt beschützen, während ich da eindringe und ihre Kronleuchter zerstöre. Also eigentlich bin ich der Böse, aber egal. Great Soul Arrow! Naked Magician, wo ist... Richtig. Unten. Fuck. Fuck!
Ob ich den Sprung überlebe? Hätte ich jetzt den... Ich habe ihn noch gekauft. Hahaha. Ach, wisst ihr was? Scheiß auf die 6000. Wuppa. Oder habe ich ihn schon ausgerüstet? Dann wäre jetzt der Sprung umsonst gewesen. Nun ja. Wonach ich suche, ist der... Ich weiß nicht mehr, wie der Zauber heißt. Der langsame Fall. Omixomas. Attune Magic. So, da hatten wir doch hier den Heavy Soul Arrow. Den brauche ich nicht mehr. Fall Control. Als ob ich mich jetzt nochmal umrum durch die Kathedrale durchkämpfen würde. Ja, nein. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir werden sehen, ob es sein muss. Schwupp. Don't you try to find those huge snakes and crash your river. Never let go of me. Just hope me. It seems to me that you're not pretty much like Fable. I don't know why the guy at GameStop shit! Ich glaube, das war auch nicht knapp genug, als dass es geklappt hätte. Frustrieren. Das bin ich gerade. Aber mich interessierte doch schon mal, aus reiner perfider Neugierde, wie tief das gehen würde mit der Fall Control. Aber gerade nicht. Vielleicht kann ich in der Kathedrale runterspringen und dann zum Eingang sprinten. Ich probiere es einfach mal. Habe ja nichts zu verlieren, meine Würde ist ja schon weg. So. Da bist du. Hallo. Wie geht's denn so? Autsch. Ist mir egal. Wie ist da? Fallkontrolle. Bringt hier anscheinend nicht so viel. Schade. Oh, der Soul Spear ist so gut wie Big Hat Logans. Ah ne, Big Hat Logans Soul Spear ist so gut wie... Ach, der von Lord Gwyn. Cool. Gut zu wissen. Ich war doch schon durch. Nicht mal das darf ich. So.
Vollkontrolle! Ein einziger Punkt mehr Intelligence wäre schon toll, weil ich dann wahrscheinlich die Leute hier mit einem einzigen Great Soul Arrow töten könnte. Anstatt, dass ich da noch einen hinterherjage. Whoop. Ah, klar, flaula. Ich hasse dich. Ah, warum? Ich will mich doch nur beeilen. I died again. Das muss ein Rekord sein. Es muss ein Rekord sein. Ich bin noch nie zuvor in einer Folge, nie zuvor in einer Folge so viel gestorben. Aber ich bin auch ein bisschen rücksichtslos, careless, verantwortungslos, unvorsichtig. Hallo DST Gandalf, das ist ein alter Kumpel. Naja, Kumpel würde ich nicht sagen, aber ich kenne ihn damals von Lost Planet vom Multiplayer-Spielen, was ziemlich geil war. Nex und ich haben das vor einiger Zeit nochmal versucht, Lost Planet den ersten Teil online zu spielen, und das ging gar nicht. Die sind anscheinend alle wirklich zu Lost Planet 2 migriert. Was schade ist, weil Lost Planet 1 war auch schon echt nicht übel. Lohnt sich das, die einzusammeln? Ich bin mir ja nicht so sicher. Und es hat so gut angefangen mit den Steinsoldaten. Es hat so gut angefangen. Aber nein. Aber nein. Nö, nö, nö. Ich bin Dark Souls. Nö, nö, nö. Ich verderb Leuten den Spaß. In your face! In your stupid... And... Oh God! Ich wünsche mir so sehr einen einzigen Endpoint. Es wird hier alles so viel einfacher machen. Warum habe ich den vorhin auf die Tür mit ausgegeben? Warum? 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 Ich muss doch noch... Irgendwie... Ich habe keine Seele mehr, natürlich nicht. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Weiter geht's. Und während in Anor-Londo die Sonne untergeht, geht in Kiel sowie in meinem Herzen ebenfalls die Sonne unter. Na, immerhin. Ich habe glühende Füße. Und wenn Füße blau glühen, dann liegt das nicht daran, dass sie stinken, sondern es ist Magie. Auf einmal finden Fußfetischisten meine Füße wesentlich attraktiver, obwohl sie verschrumpelt sind und stinken. Aber sobald sie aufhören zu glühen, kann ich auch nicht mehr an in der Luft hängenden Ringen herangleiten und so eine Combo vollführen. Mein Name ist Sonic the Hedgehog. Wiwi. Schön, ihre Bekanntschaft zu machen. Wie habe ich denen jetzt mit einem Schlag... Ach, scheiße.
Ah! Wartet mal, was jetzt wieder kommt. Jawohl, der Bogen. Der gute Bogen. Mit dem es am ersten Mal ja fast geklappt hätte. So, wozu habe ich das Ganze jetzt gemacht? Da! So. So ein bisschen das Gefühl, ich verliere an Kontrolle in diesem Spiel. Nicht wegen meiner Flucherei, sondern... Au. Yes! Sondern ich kann irgendwie nicht mehr so akkurat steuern. Na toll. Au. Na toll. Ah, nein! Nein, diese Dreier-Kombo! Ich wollte ihn doch nur runterkicken. Warum lässt er mich nicht ihn runterkicken? Warum? Warum ist dieses Spiel so gemein? Der Witz ist, die Stunde ist bald rum. Die Stunde ist bald rum und ich bin... kein bisschen weitergekommen. Ich starte immer noch beim selben Bonfire. Gut, ich habe Patronen geknackt, aber ich meine, effektiv habe ich Fortschritt eingebüßt, weil meine Seelen und meine Humanity weg sind. Was soll ich denn machen? Wenn das so weitergeht, bin ich nächste Folge wieder in Sans Fortress. Okay, noch ein Versuch mit Nice and Easy wins the race. Ich wünsche mir, ich könnte mich unsichtbar machen. Das wird auch nicht viel bringen, weil ich immer noch an den Mistkerlen da oben vorbei müsste. Geh sterben. Oh ja. Das ist der richtige Weg, den du eingeschlagen hast. Why? Oh God, why? Dieses Spiel. Nein, mein Loot. Nice and easy wins the race. Nice and easy wins the race. Nice and fucking easy wins the race. So, mein Kopf geht tot. Jawoll! Ich dachte, es ist noch beim anderen hinkriege.
Schade. Wow. Na, irgendwann hat er sich schon ausgeschmissen. Okay. Ein noch. Komm schon. Na also. Yay, meine alten Seelen sind da vorne. Yay. Yay. Cleavage. Okay. Und dieses Mal gehe ich sofort zum nächsten Bonfire. Mann, war das eine Tortur. Noch, na okay, noch bin ich ja nicht durch. Dieser Penner hier muss ja noch sterben. Fahrstuhl. Na, 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 na. Ah, okay. So. Ja, jetzt geht's zum nächsten Bonfire und dann ist auch Feierabend. Ah, das ist frustrierend. Als ob das beim nächsten Mal besser werden würde. Pro-Tipp, es wird beim nächsten Mal nicht besser. Es wird nur noch schlimmer. Aber immerhin komme ich jetzt an das wärmende Feuer. Dieses gottverdammten Reiches! Wenn ich den richtigen Ring habe, komme ich sogar durch diese Statue hindurch und kann einem Covenant joinen. Ring of the Sun's Firstborn. Ich bin mir nicht sicher, ob der was bringt. Ich glaube nicht. Boosts Miracles. Danke. Cool. Aber den scheiß Dragon Crescent Ring muss ich mir kaufen, ja? Hey, ich hab ne Humanity geschenkt bekommen. Woohoo! Reverse Hollowing. Yes. Thank you. Now I will just need to use one Humanity. And then I shall kindle this fire, for I will need it. Und ich weiß, es ist vor der Zeit, es ist noch keine Stunde um. Aber aus irgendeinem Grund zweifle ich daran, dass ihr mir sonderlich böse sein werdet, wenn ich jetzt tatsächlich aufhöre. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Haha. Und, ach, ich darf den gar nicht alleine aufwerten. Naja, bald gibt's einen neuen Schmied. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.